In den Schweizer Alpen verläuft die Suche nach dem verschollenen Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haup schleppend. Ein starker Sturm am Gletscher des Kleinmatterhorns erschwerte den Einsatz. Die Rettungskräfte konnten zuletzt nicht wie geplant ausrücken. Wann sich das Wetter bessert, ist unklar. Vom deutschen Milliardär fehlt seit Samstagmorgen jede Spur. Er war zu einer Skitour aufgebrochen. Der leitende Rettungsarzt Axel Mann sieht nur noch eine geringe Überlebenschance. Haup war nur leicht bekleidet. Neben einem möglichen Verletzungsmuster muss man natürlich über diesen Zeitraum auch die Unterkühlung berücksichtigen. Es besteht nach wie vor eine geringe Chance und drum sind wir auch alle noch voll auf der Rettungsseite engagiert. Die Familie des vermissten Milliardärs hatte angekündigt, die Suche mit unbegrenzten finanziellen Mitteln zu unterstützen.